Erzähl uns doch noch einmal die Geschichte. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Du weißt ja, mein Junge, dass Gott alle Dinge geschaffen hat. Sonne, Mond und Sterne, die Erde, die Bäume, die Vögel und die Tiere. Ja, und dann schuf Gott den ersten Mann und die erste Frau. Und sie waren vollkommen gut. Sie gehorchten und folgten Gott gerne. Und eines Tages führte der Teufel die Frau und den Mann in Versuchung. Sie sollten Gott misstrauen und ihm ungehorsam werden. Beide folgten den Einflüsterungen des Teufels und übertraten Gottes heiliges Gebot. Und dann waren sie dann nicht mehr gut? Nein, sie waren nicht mehr gut. Und seitdem haben alle Menschen Gottes Wort den Rücken gekehrt und folgen dem Teufel nach, der sie betrügt. Hat Gott auch die Menschen verlassen, nachdem sie ihn verlassen haben? Nein, die Bibel, Gottes Wort, sagt uns, dass Gott sie nicht verlassen hat. Er liebte sie und er liebt uns noch heute und ruft uns, zu ihm heimzukommen. Er weiß nämlich, dass alle, die dem Teufel folgen, einmal in die Hölle kommen, wenn sie gestorben sind. Und Gott will nicht, dass die Menschen in der Hölle verderben. Und was hat Gott getan? Ich glaube, ihr könnt mir die Antwort schon selbst geben. Erinnert ihr euch noch an den Vers, der so anfängt, also hat Gott die Welt geliebt? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ja, so heißt es. Ihr wisst, dass Jesus selbst auf die Welt kam, als Mensch zu den Menschen, um unsere Nöte und unsere Armut zu teilen und vor allem, um unsere Sünden auf sich zu nehmen und aufs Kreuz zu tragen. Da starb er, der Gerechte, der niemals gesündigt hatte, für uns Ungerechte, damit er uns heimbrächte in die Gemeinschaft mit Gott. Und wenn heute ein Mensch sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt und ihm glaubt, wird Gott ihm seine Sünden vergeben und ihm ein neues Herz schenken. So wird jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.